Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie herzlich hier im Stadion, liebe Zuschauer. Gleich geht's los. Und wir freuen uns auf ein hoffentlich spannendes Spiel. Heute spielt also der 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt. Auch heute herrscht mal wieder super Stimmung. Ja, Wolf. Und ich hoffe, Sie hören das auch zu Hause an den Geräten. Die Fans gehen mit, sie fiebern mit, sie feuern ihre Mannschaft an. Das ist dieses ganz besondere Spieltagsfeeling. Das hast du so in keiner anderen Sportart. Anstoß für die Eintracht. Der Angriff könnte was werden. Tutsch! Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Und jetzt die Chance. Er versucht den Volley. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Ja, jetzt vielleicht. Das war einfach. Und er hat den Ball. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Jetzt ist die Kugel weg. Erfolgreich gegrätscht. Hinteregger. Marvin Bakalos. Sylvain Gonvola. Willems. Gute Ball geholt. Jetzt können sie angreifen. So. Stark gemacht. Das könnte was werden. Macht er ihn. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Souverän, er hat den Ball. Marvin Bakalos. Ah, da spielt er lieber mal zum Torwart zurück. Gutes Zuspiel. Da kommt der Schuss. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Schöner Pass. Und jetzt die Chance. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Absolut verdienter Treffer, oder Buschi? Ja, definitiv. Sie tun einfach mehr fürs Spiel, erarbeiten sich die Chance und dann muss ja irgendwann das Tor fallen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Super mitgespielt, da kommt er ganz schnell raus. Ganz stark. So kann er hier den Treffer verhindern. Gut aufgepasst vom Verteidiger.
Jetzt vielleicht. Mija Gacinovic. Den Ball kann er abfangen. Kostic. Und direkt zurückgespielt. Willems. Der kommt gut. Er holt sich die Flanke. Gut gemacht. Willems. Den Ball spielt er raus. Pacienza. Jetzt könnte der Pass kommen. Ganz klar, da muss er Freistoß pfeifen. Sie wollen das Tempo mitnehmen und haben schnell ausgeführt. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Großkreuz. Er steht gut und hat den Ball. Mija Gacinovic. Und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so wollte. Aber es passte perfekt. Trauen wir ihm das doch einfach mal zu, Wolf. So ist der Schuss auf jeden Fall unhaltbar. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Guter Körpereinsatz hier. Tutsch! Gute Aktion von Bolter. Da passt er auf und kann klären. Gut aufgepasst und abgefangen. Er bleibt mit einer Zerrung liegen. Einwurf Frankfurt. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Sylvain Gonvola. Er zieht ab. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Hinteregger. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1 und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Etwas schmeichelhaft, das Unentschieden zur Pause, finde ich. Oder was meinst du? Ja, sehe ich ähnlich. Sie müssten hier führen, aber die Chancenverwertung, die war nicht gut genug. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Kommt jetzt die Flanke rein. Da trennt er ihn vom Ball. Willems. Jetzt vielleicht. Gute Aktion. Die Gefahr erstmal vorbei. Es gibt Ecke. Das war's. Füllkrug. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Er hat sich gezerrt und bleibt auf dem Füllkrug. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Schussversuch. Willems. Und den Ball hat er sich geholt. Einwurf. Und nun ein Schuss. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Einwurf und das könnte gefährlich werden. B-
Lars Dost. Sie sind heiß auf den Sieg. Hier hätte es mit der Führung klappen können. Da verlieren sie den Ball. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Kostic. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Lars Dost. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Aaron Hunt. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Duxch. So. Kein Grund zur Aufregung. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Lars Dost. Sylvain Gonvola. Füllkrug. Den Schuss verzieht er, keine Gefahr für das Tor. Duxch. Er schießt von weit draußen. Na ja, warum nicht? Da passt er auf. Klasse, dass er da rauskommt. Und so kann er den Ball eben halten. Klasse Aktion. Da ist er da. Da können Sie sich auf ihn verlassen. Weiter das Remis. Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Er steht gut und hat den Ball. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Das war ganz knapp, ein klasse Freistoß. Das wäre ein Traumtor gewesen, wenn er den gemacht hätte. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Dani da Costa. Da liegt ein Spieler am Boden, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es irgendwas Muskuläres. Er bleibt konsequent bis zum Schluss. Nochmal Freistoß. Geht hier noch eine Mannschaft ins Risiko. Der nächste Treffer dürfte das Spiel entscheiden. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Jetzt vielleicht. Den nimmt er direkt. Und das wird jetzt richtig gefährlich. Eckball. Aber die Chance vergeben. Füllkrug.
Gut gemacht, gutes Tackling. Da kommt der Schlusspfiff. Es bleibt hier beim 1:1. Das Spiel ist aus und am Ende müssen Sie sich vorwerfen lassen, dass Sie zu wenig aufs Tor geschossen haben. Also mehr als ein Unentschieden war so nicht drin. Die Offensivleistung sicher ausbaufähig. Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wir, das sind Wolf Fuß und Frank Buschmann und heute kommentieren wir ein Ligaspiel für Sie. Heute heißt es 1. FC Köln gegen den 1. FC Magdeburg. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Schupp. Da kommt der Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Wie immer Hektik im Strafraum vor dem Eckball. Turm! Und die Situation geklärt. Da passt er auf und geht dazwischen. Sauber vom Ball getrennt hier. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Über die Torauslinie, Ecke. Großkreuz! Und jetzt ein Schuss. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Marvin Bakalos. Schupp. Clemens. Jetzt könnte es gefährlich werden. Etwas später und er ist frei durch, aber so ist es abseits. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Souverän, er hat den Ball. Wir sind noch früh im Spiel, da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Und jetzt haben sie den Ball. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Cossiello. Clemens. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Guter Pass, der kommt an. Klasse Tackling, da kommt er an den Ball. Clemens.
So, Freistoß Köln. Da hat gar nicht viel gefehlt. Klasse Freistoß und das aus dieser Distanz. Clemens. Da kann er sich den Ball holen. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Oh, klasse, den Spieler mit der Hacke. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Die Kölner mit dem Eckball. Jetzt vielleicht. Da geht er weit am Tor vorbei. Schopp. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Maxi. Da ist der Ball weg. Einwurf Köln. So, schöner Zweikampf. Wird das eine Torchance? Und jetzt die Chance. Ein fantastischer Treffer. Er geht hier vorne weg mit dem Treffer, kann man doch so sagen, oder Buschi? Vollkommen bei dir, Wolf. Aber das ist ja auch seine Aufgabe als Kapitän der Mannschaft. Er übernimmt Verantwortung. Hier nochmal dieser Treffer. Super Schusstechnik. Genau da sollte der Ball hin. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Jetzt vielleicht. Ganz souverän hier vom Torhüter. Und jetzt Köln mit der Ecke. Der Ball wurde gut weggefaustet. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Das gibt Freistoß. Da zeigt der Schiedsrichter den Torwart gelb. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Er kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Knappe Pausenführung. Es steht 1-0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Das war's für den ersten Durchgang. Jetzt erstmal Pause. Sie nehmen den Doppelwechsel vor. Weiter geht's, der erste FC Köln mit dem Anstoß. Schauen wir mal, was hier noch so passiert. So. Cosiello. Duxch.
Schopp. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Cossiello. Der erste FC Köln mit dem Einwurf. Das gibt noch einen Einwurf. Schopp. Jetzt könnte es gefährlich werden. Den Ball kann er abfangen. Maxi. Das könnte gefährlich werden. Und jetzt die Chance. Phänomenal! Ohne Worte! Sie sind hier das bessere Team, da ist das Tor kein Wunder. Ja, sie machen das gut, haben sich einige Chancen herausspielen können und hier hat es jetzt mit dem Treffer geklappt. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Das macht der Torwart gut, den Ball hat er. Duchs. Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Da verlieren sie den Ball. Marvin Bakalos. Das war sauber, er holt sich den Ball. So, Foul Köln, das gibt einen Freistoß. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt, vielleicht läuft es dann ja besser. Da ist er aufmerksam und hat den Ball, klasse. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Und jetzt ein Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Götze! Das war nichts. Der Schuss geht deutlich drüber. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Baumheuer. Da kann er sich den Ball holen. Schießt er ihn rein? Wie macht er den denn rein? Das ist der Treffer! Besser kannst du es nicht machen, wenn du eingewechselt wirst. Er macht sein Tor. Viel höher hätte der Ball nicht kommen dürfen. So geht er unter die Latte und ganz wichtig ins Tor. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Duchs. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Da stand der Assistent gut. Abseits.
Das macht er gut, den Ball hält er fest. Acht Minuten jetzt noch. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden sie nach Hause bringen. Und jetzt, gute Möglichkeit zum Kontern. Da geht er gut in den Zweikampf. Georges Meret. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Zu früh gestartet, es gibt Abseits. So. Spieler hat den Ball klasse geblockt. Macht er ihn. Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's. Endstand 3:0. Und damit ist die Saison beendet. Das war die letzte Partie. Ein wirklich ereignisreiches Jahr und ich bin mal gespannt, wie sie sich in der kommenden Saison schlagen.